Das Signal bewegt sich. Harry muss sie noch bei sich haben. Ja, ich war so fies zu Harry, als ich den Anzug hatte. Ich muss ihn finden, mich entschuldigen und zu ihm durchdringen. Ich komm näher, Kumpel. Hilfe ist unterwegs. Halte durch. Wir befreien dich von diesem Ding. Gemeinsam mit deinem Dad und Dr. Connors bringen wir dich in Ordnung. Irgendwie. Das Signal ist stehen geblieben. Bleib dort, Kumpel. Orten wir seinen Standort etwas genauer. Er muss unter der Überführung sein. Was ist das für ein Zeug? Harry, bist du hier irgendwo? Mist, nur sein Abzeichen. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Wenn ich zu ihm durchdringen kann, wird er auf mich hören. Ja, da bist du. Harry? Ich bin's. Hey, Harry. Kannst du mich hören? Wir finden schon noch ein Heilmittel. Etwas Besseres. Harry? Du bist nicht... Ich könnte zusätzliche Symbiotenstärke jetzt gut gebrauchen! Ja! Oh nein, mehr! Hat Harry diese Leute irgendwie in Symbionten verwandelt? Wie schrecklich! Wie halte ich sie auf, ohne sie zu verletzen? Einen habe ich wohl befreit. Ganz ruhig, nicht bewegen. Alles wird gut. Hoffe ich. Die Dinger sind heftig. Ich brauche Miles Hilfe. Du bist bei Miles. Das war's für. Miles, es gibt ein Problem mit Harry. Der Anzug hat ihn irgendwie verändert. Harry verwandelt Leute in Symbionten. Ich komm klar, aber es ist, als würde ich Sirup boxen. Es muss einen besseren Weg geben, den Leuten zu helfen. Ruf mich an! Ich muss Harry aufhalten, bevor das aus dem Ruder läuft! Ist alles in Ordnung? Miles, ich brauche hier deine Hilfe. Nachrichten erhalten. Sorry, meine Mom gesucht. Hast gesehen, dass Craven tot ist? Was? Nein. Glaubst du, das war Harry? Vielleicht. Vermutlich. Stoppen wir ihn. Okay. Ich habe eine Idee. Als du unter seinem Einfluss warst, haben dich bestimmte Klänge geschwächt. Die Glocke. Aber die können wir nicht rumschleppen. Nein, aber ich habe eine Mix-App auf dem Handy. Ich kann den Klang der Glocke nachbilden und gegen Harry und seine Armee richten. Das ist brillant. Gut, dass du Musiktechnologie studierst. Das darfst du gern dem Aufnahmegremium vom College sagen. Was geht's, Genki? Da bist du ja. Deine Mutter und ich. Wir haben dich gesucht. Und ich habe euch gesucht. Ich habe eine Nachricht geschickt. Die habe ich nicht gekriegt, weil wir in der U-Bahn waren, um dich zu suchen. Zum Glück geht's dir gut. Ich begleite deine Mutter nach Hause. Kommst du hin? Ich muss noch was erledigen. Aber ich komme so schnell ich kann.
Ich sollte schnell zur Werft und die Sounds aufnehmen. Okay. Ich muss den Klang von Cravens Glocke nachahmen. Welche Geräusche kann ich hier benutzen? Perfekt. Die gleiche Form wie Cravens Glocke. Allerdings wesentlich kleiner. Eine echte Echokammer. Könnte nützlich sein. Wie kriege ich die Glocke in den Hangar? Der Container sieht gut aus. Den fallen zu lassen gibt einen schönen Klang. Aufgenommen. Wow. Symbionten. Wie sind sie so schnell hergekommen? Peter hatte recht. Die Dinger sind zäh. Sorry für den Schlag. Bleib liegen, bis ich hier fertig bin. Nicht vergessen, da sind Menschen drin. Den Mix beenden, bevor noch mehr auftauchen. Jetzt die Glocke läuten. Fast. Ich brauche mehr Echo. Im Hangar halt es sehr. Wie kriege ich die Glocke in den Hangar? Ich muss sie irgendwo läuten, wo es mehr Echo gibt. Da ist der Motor, aber ohne Saft. Na also. Ja, das Echo ist drauf. Fast fertig. Jetzt noch einen niederfrequenten Boost. Der pulsiert. Zum Beispiel ein Hubschrauberrotor. Ich muss da hoch. Ich muss ganz nah an den Rotor. Ja, geschafft. Oh nein, da kommen noch mehr. Wo kommen die her? Symbionten folgen mir nach Uptown. Brauche Hilfe. Bin unterwegs. Hast du die Sounds? Ja, ich muss nur noch überlegen, wie wir sie nutzen können. Da habe ich eine Idee. Bin gleich da. Yeah.
Wade, wo bleibst du? Bin da. Was war? Sehr witzig. Ich übertrage diese Geräusche. Ich hoffe, dass... Komm schon, komm schon! Los! Gute Arbeit, Mainz! Retten wir diese Leute! Das ist schon besser! Es geht doch nichts über Teamwork! Sehr schön! Geschafft! Ich habe den Sanitätern die Position markiert. Sie kümmern sich drum. Gute Idee. In der U-Bahn ist die Hölle los. Wir kommen nicht weiter. Glibber an den Scheiben. Genki? Sind Frederick Douglass Circle. Wir sitzen viel. Genki, sind unterwegs. Gut. Beeil dich, Miro. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wieso macht Harry das? Wieso erschafft er diese Dinger? Ich glaube nicht, dass Harry das macht. Nicht der, den ich kenne. Wer denn dann? Der Symbiont? Ja. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, er will sich ein neues Zuhause erschaffen. Ihn später. Jetzt müssen wir deine Mom und Genki retten. Aufgepasst! Als du den Anzug hattest, sahst du anders aus als Harry. Ich glaube, das wäre irgendwann aus mir geworden, wenn du nicht wärst. Ich ruf meine Mom und Genki an. Geschafft! Spider-Man, du bist's! Ja. Die Türen klemmen. Wir müssen die Ranken irgendwie bewegen. Ihr müsst euch beeilen. Diese Ranken leben alle und sind verbunden. Irgendwo muss es einen zentralen Nerv geben. Bingo! Treffen wir einen Nerv. Es zieht sich zurück! Das reicht nicht. Sie wollen immer noch in die Züge. Es muss hier irgendwo noch ein Nervencluster geben. Oh, wow. Zu groß für einen Schallstoß. Vielleicht können wir sie verketten. Ja, aber synchronisieren dauert. Wie lange brauchen sie? Bro, hörst du das? Wie viel Zeit ist noch? Eine Minute? Vielleicht länger? Ach doch, dein Spidey-Sinn. Das kann haarig werden. Wir sind hier wirklich unerwünscht. Echt gut. Gut so. Thank you.
Zeug auf uns. Ich weiß, bleib in Bewegung. Klasse, mach weiter so. Geschafft. Jetzt zu deiner Mutter und Genki. Spider-Man, dir geht es gut. Was ist passiert? Ich habe deinen Rat befolgt und Dinge losgelassen, die mir nichts bringen. Komm schon. Das war echt beschissen. Ich dachte, ich würde sterben. Und mein Leben lief vor meinen Augen ab. Du bist okay. Damals, als wir an meinem Geburtstag Minigolf spielten und ich gewann, das war geschummelt. Ich habe den Ball heimlich mit der Hand ins Loch gelegt. Du warst 8? Und ich mochte die Sandwiches nie, die du mittags immer mit mir getauscht hast. Aber ich habe so getan, weil du die Bunch an meiner Mom so mochtest. Und ich treffe mich neuerdings mit jemandem, sie heißt Andy und sie ist toll. Und ich habe mir ein Sequel zu Speed Nonna gedacht. Moment, Moment. Andy vom Chemiekurs? Die ist echt cool. Danke fürs Retten. Weißt du, tut mir echt leid, dass ich so beschäftigt bin. In Zukunft nehme ich mir mehr Zeit für dich. Seid vorsichtig. Genki, gehen wir zu mir. Ich koche uns was zu essen. Der nächste Schritt? Harry finden. Ich checke Downtown. Ich nehme Uptown. Während ich nach Harry suche, sollte ich ein paar andere Dinge überprüfen. Genki, was gibt's? Hey, Mr. Parker. Sie haben sich doch um diese Feuerkulttypen gekümmert, oder? Die Anhänger der Flamme? Ja. Laut Berichten auf Social Media wurden ein paar von ihnen auf einem Dach in Brooklyn gesichtet. Ich schick dir die Infos. Sehe ich mir an. Danke, Genki. Fängt die Purpurstunde bereits an?